zum Wohl. Cheerio, Santé, Salute, der neue Euro-Apero. Ein bisschen Ginger, ein bisschen Ginger, ein Schuss Genever, aufgefüllt mit Perrier François, ein Tropfen Maggi, aber ja nicht mehr, sonst verreist es einem. Eine griechische Olive, von einem Türk gefüllt. Dazu ein paar spanische Nüsse, ein Pizza al Pesto, ein Algenpestbrötli und ein Kohlblatt zur Verzierung. Das Kohl. Der Euro-Drink soll ja jetzt dann verfeinert werden mit einem Zwiegli-Dings. Wie heißt das? Man bringt es aus dem Waldheim. Waldheim? Waldmeister. Apropos Waldheim. Aber jetzt scheint es einen Verein gründen. Für Gärten, die Staatspräsidenten, die sie dann so gegenseitig ab und zu besuchen können. Die ersten beiden Mitglieder sind der Hussein und er. Was hast denn du für einen Trink? Ein Frümli. Ein paar geistige Linkshänder bei uns sind der Meinung, dass der dem Zöfter noch gut. Also schützt er ihn? Ich bin neutral, ich trinke es lieber selber. Pür, Prosit, Yassas, Salut. Hoffentlich verschlucken wir uns nicht an diesem Euro-Trink. An dieser Milchflut und Fleischschwemme, wo jetzt dann alle Grenzen bricht. Hoffentlich gehen wir nicht unter in diesen Warenwirbel und Blechlawinen, die sich bald über den alten Kontinent wälzen werden. Ja, was macht man da? So wunzig. Und mit drinnen. Am liebsten stehen wir wieder an Grenzen, wie vor 50 Jahren. Dort ist zwar auch einiges durch die Schweiz durch, trotz Grenzschutz. Aber von dem haben die meisten nichts gewusst und sind darum heute noch überzeugt, ihre Aufopfer- und Vaterlandsbewachung sei der einzige Grund gewesen, warum wir verschont geblieben sind. Die Güter, die dort mal bei Nacht und Nebel durch unser Land sind, komisch, dass der Begriff Güter kein Pendant hat für Waren, die alles andere als gut sind. Schlechter müsste das doch eigentlich heissen. Also die Schlechter sind wenigstens auf der Schiene durab. Per Huckepack. Vom Pack im Norden zu dem im Süden. Aber heute und morgen, was da auf allen Wegen auf uns zurollt. Gut, wenn bloß die neue EG-Währung rollt, da haben wir kein Problem. Das kanalisieren wir traditionell dort an, wo wir immer Platz haben. Das stinkt ja bekanntlich auch nicht. Non OLED. Im Gegensatz zu diesen 40 Tönner, zu denen wir Schulter an Schulter mit unseren Habsburger-Freunden Nein sagen. Ganz hart Nein. Ja, zum Glück haben wir da unseren Eierspezialist, der diesen Eierköpf zu Brüssel zeigt, was ein hartes Ei ist. Nur, was machen wir, wenn der Druck zu gross wird? Der Druck auf unseren Verkehrsminister und der Druck auf unsere empfindlichste Körperstelle, auf den Geldkreislauf. Tja, da sehen die einen schwarz und die anderen rot und die dritte gold. Hoffentlich kommt es nicht so weit, dass unsere Magistraten bei dem schwarz-rot-goldigen Druck doch noch eins Ogi oder gar beide zudrucken. Europafähig sollten wir werden, heisst es. Was auch immer das heisst. Wahrscheinlich heisst es, dass uns der Alpenkreis bald auch nicht mehr zu schützen weiss. Vor all diesen europafähigen LKW-Monstern, die durch die Schweiz in den Süden runterrollen, mit diesen südländischen Bananen, die sie zu Rotterdam geladen haben. Und nachher wieder darauf auf Hamburg oder Brüssel mit diesen tiefgekühlten Hamburger aus Sizilien und einem Brüsseler Salat aus der Po-Ebene. Europa-fit, okay. Aber darunter stellen wir uns etwas anderes vor als einen europäischen Fitnessparcours durch unsere helvetische Bau- und Staustelle. Wenn es um die flächendeckende Auspuffkontamination geht, dann haben wir das mit dem eigenen Verkehr nämlich bestens im Griff. Aber sonst, europafähig, mal, sind wir schon lang. Unser Bankgeheimnis macht uns europafähig. Unser Bauland ist europafähig. In unser Berg- und Talgebiet gehört ein schöner Teil vom Boden am EG, am europäischen Geldadel.
Und der einzige Schlager, der europafähig geworden ist, stammt aus unserem Land. Oh, mein Papa, Sie erinnern sich. Und von da bis zur Nationalhymne, oh, mein Europapa, ist ein kleiner Schritt. Aber das muss Ihnen der Papa singen. Unser Reis gehört ja nicht zum Vaterland, wo noch der Söhne ja hat. Komm, Papa, komm. Hast du jetzt Melodie wieder im Ohr nach euren verschiedenen Veteranenfestchen? Die Nacht ist schon Ende, der Himmel ohne Stern, die Straße ohne Ende und was wir lieben fern. Ja, 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 aber jetzt nicht die 39er-Nostalgie. Blick vorne auf unsere neue, europafähige Nationalhymne. O mein Europapa, hast noch der Söhne, ja, EG Offside. Rufst du Europa, Land, sieh uns mit offener Hand, gibt's was zu profitieren dabei, freudvoll bereit. Beitreten! Abtreten! Beitreten oder abtreten? Dabei sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Antworten gibt es wie immer ein paar. Jede hat einen Haken und lässt einem sehnsuchtsvoll zurückschauen. 30 Jahre zurück. In die paradiesischen Zeiten vom Automobilismus.